Hallo, ich heiße Eugen Minz, ich bin Yogalehrer und beantworte heute auf eine Frage einer meiner Zuschauer. Der hat mich gefragt, warum zurzeit so viele Menschen emotionslos sind, emotionslos durch die Straße laufen. Es sind vor allem auch junge Menschen, die dann behaupten, dass es ihnen gut geht, aber man sieht und man fühlt, dass es im Grunde genommen tief in ihrem Inneren es denen nicht so gut geht und sie zu wenig Kraft, zu wenig Energie haben. Zuerst möchte ich euch erklären, was Emotionen sind, damit wir den weiteren Sachverlauf verstehen. Der Mensch ist ja ein Energiesystem. Vielleicht zeichnen wir hier seine Aura auf. Hat ein bestimmtes Energiepotenzial. Und Emotionen sind gerade diese Energiebewegungen, sind Energieströmungen, die in unserem Energiefeld stattfinden. Also Emotionen, es sind nicht der physische Körper, also nicht die Knochen oder Muskeln empfinden Emotionen, sondern unser Energiefeld. Und jedes Erleben und Verleben einer bestimmten Emotion, sei es Freude, Ärger oder Angst, hat auch mit einer bestimmten Energieausströmung etwas zu tun. Also wenn wir sehr, sehr viel lachen, dann geht unten auf unserer Svatisthana Chakra, also das ist dann die Höhe des Svatisthana Chakra auch, geht eine kleine Öffnung, durch die wir bestimmte Energie ausschütten, und diese Energieausschüttung empfinden wir als eine positive Emotion. Das heißt jetzt nicht, dass wir gar keine Emotionen empfinden dürfen, dass wir so starr und steinig umeinander laufen müssen und durchs Leben gehen müssen. Es ist normal und angebracht, nun mal Emotionen zu empfinden. Aber der Grund ist der, dass wir gar keine Energie haben oft, um diese Emotionen zu empfinden. Weil durch bestimmte Systeme, durch eine bestimmte Lebensweise wird uns die Energie grob gesagt abgezapft, dass wir gar keine Energie mehr besitzen, um hier Energie zu verlieren, um diese Emotion zu empfinden. Wie passiert das eigentlich? Der Mensch ist, wie ich sagte, ein in sich geschlossenes Energiesystem, das Energie aufbaut. Zudem bekommen wir Energie durch zwei Kanäle. Das ist zum einen der Kanal, der von oben nach unten strömt. Man sagt dazu auch der Sonnenkanal. Das ist die geistige Energie. Und wir bekommen auch Energie vom unteren Kanal. Das ist der Erdkanal, kann man so dazu sagen. Über diesen Kanal bekommen wir die rohe physische Kraft. Und über den oberen Kanal bekommen wir die helle, erleuchtende, die geistige Kraft. Und wenn die beiden Kräfte zusammenkommen, fusionieren, entsteht etwas Drittes, also entsteht Leben, entsteht unser Körper. Wenn man uns von einem dieser Kanäle abschneidet, fehlt uns ein Teil dieser Energie. Und wenn man uns beide Kanäle abschneidet, sind wir dann in unserer eigenen Kapsel, brodeln vor uns hin und kennen uns gar nicht mehr im Leben aus. Das ist dann so ein Zustand eines Bioroboters, sagen wir mal so, der ohne bewusste Lebensweise vor sich hin lebt, seine Alltagsaufgaben erledigt, vielleicht in die Arbeit geht und dort bestimmte Aufgaben erledigt, und seine ganze Energie wird ihm abgeschöpft. Also zum einen kann das der Arbeitgeber sein oder der Chef, der ihm hier einen Deckel sozusagen vorsetzt und so seine Energie abzapft. Zum anderen kann es allgemein das System sein, das in diesem Land herrscht, das ihm auch einen Deckel vorsetzt und ihm die Energie abschöpft. So hat er keine geistige, keine erleuchtende Energie. Die Menschen sind dann sozusagen mit einer sehr kleinen Seele oder seelenlos, haben keine Begriffe wie das Gewissen oder Nächstenliebe, keine Gefühle wie Mitempfinden dadurch, weil sie halt vom Universum abgekapselt sind dadurch. Das passiert, wenn ein fremdes Wesen oder ein fremdes System einen Menschen seinen Willenspotenzial auferlegt. Also der Mensch ist ja von Grund auf frei. Man kann das bei Kindern sehen, weil bei Kindern diese Kanäle noch sehr gut arbeiten. Also die Seele des Kindes kommt über den Kanal herunter, bekommt einen physischen Körper. Und wenn das Kind 2-3 Jahre ist, untersteht es noch keinen fremden Willen, außer hin und wieder seinen Eltern. Das Kind lebt aus seinem freien Willen aus,
es bekommt sehr viel Energie, deshalb sprudeln die Kinder so vor Kraft, sind immer beweglich, sind immer sozusagen, die bleiben immer in Bewegung dadurch. Und nach, wenn der Mensch größer wird, er kommt in den Kindergarten, er kommt in die Schule, dann gibt ihm der Lehrer bestimmte Aufgaben auf, der Lehrer gibt den Kindern bestimmte Lebens, sozusagen Gesetze, Verhaltensgesetze, Verhaltensregeln werden dem Kind auferlegt und so bekommt der Kind das Willenspotenzial eines anderen Menschen, zum Beispiel der Lehrers oder ein System, das Willenspotenzial der Schule auferlegt. Und so verschließt sich sein Kanal nach und nach und er ist halt von der schöpferischen Kraft des Universums abgekapselt, in sich hineingekehrt und hin und wieder vielleicht auch traurig, hat weniger Energie und hat weniger Bewegungskraft in sich drin. Und nach, wenn das Kind größer wird, geht es in eine weiterführende Schule oder ist dann im Beruf und so werden ihm von verschiedenen Institutionen die Willenspotenziale anderer Menschen auferlegt. Also er muss das erledigen, was ihm der Chef sagt, er muss das erledigen, was ihm die Gesellschaft vorschreibt und so ist er gar nicht mehr der Herr seiner eigenen selbst. Das ist die geistige Kraft, die von oben kommt. Das ist das Prinzip. Also je freier der Mensch ist, je weniger er anderen Willen unterliegt, desto besser arbeitet sein Kanal nach oben. Deshalb, wenn ihr heilige Menschen betrachtet, die sehr starke und große Kanäle haben, die unterlegen keinem System, keiner Religion, keiner Philosophie, die leben für sich selbst und die leben nach ihrer eigenen Weisheit, also und in ihrer eigenen Energie. Und sobald man einen Heiligen in ein System hineinfügt, sei es ein religiöses System, ein wirtschaftliches System oder gesellschaftliches System, und der fängt sich an, diesem System unterzuordnen, verliert er seine Heiligkeit, weil ihm eben hier von dem System ein Deckel vorgesetzt wird. Und dann ist der entsprechend nicht mehr so heilig, wie er vorher war. Der untere Kanal, der Kanal der Erde, wie ich schon sagte, ist unsere physische, unsere rohe Kraft. Und diesen Kanal verlieren wir, indem wir uns von der Natur entfernen. Das heißt, wir leben in einer Großstadt, wo der Boden zu betoniert ist. Wir sind weit entfernt von der Natur, von der Erde. Wir laufen auf Gummisohlen, die uns auch von der unteren Kraft der Erde isolieren. Zudem gibt es noch technogene Einrichtungen, die diesen unteren Kanal abschneiden oder uns davon kappen. Das ist zum Beispiel diese Einrichtung in der Schweiz, die CERN heißt, die mit Atomen und den kleinsten Teilchen forscht. Und ich habe die Theorie gehört, dass durch diese technischen Einrichtungen wir den Bezug zur Erde verlieren, also der energetisch wie durch eine Kreissäge abgekappt wird und wirkt wahrscheinlich auch breitflächiger als nur im Bereich der Schweiz, wo es aufgebaut ist. So verlieren wir unsere Kräfte sozusagen, so verlieren wir unsere Kanäle, durch bestimmte Einrichtungen, auch durch unsere falsche Lebensweise. Zudem ist es noch, dass der Mensch von klein auf provoziert wird, sehr viel Energie zu verlieren. Also wir leben nun in einer Gesellschaft, wo Drogen, Alkohol, falsche Lebensweise sehr beworben wird, sage ich mal so, von bestimmten Institutionen, die Geld daraus machen. Viele Menschen unterliegen auch Süchten wie die Sucht, sich sexuell ständig zu befriedigen, die Sucht, ständig die Lebenspartner zu wechseln. Das ist auch ein sehr, sehr großer Energieverlust, vor allem hier auf den unteren Chakren. So verliert der Mensch seine Basis, so verliert der Mensch seinen Bezug zur Erde, zu dem er den Bezug zur Sonne erst einmal aufbauen muss und der bei sehr, sehr wenigen Menschen nach ihrer Kindheit noch existiert. Das ist günstig für bestimmte Systeme, die auf der Erde herrschen. So wird der Mensch als eine Batterie geboren. Ihm wird ständig Energie abgezapft und der Mensch kann sich gar nicht realisieren, weil die Energie des Menschen wird ihm weggenommen und mit dieser Energie realisieren sich andere Menschen und Institutionen. Okay, diese ganze Geschichte, die ich jetzt hier erzählt habe, ist dennoch kein Urteil. Ihr könnt natürlich hier ein bisschen entgegenwirken und diesen Systemen und diesen Prinzipien entgegenwirken, indem ihr zum einen euch mehr Richtung Natur wieder zurückbewegt,
dass sie mehr mit der Natur kommuniziert, mehr mit der Erde kommuniziert, öfters rausgeht, vielleicht auch einfach zum Campen geht für ein paar Tage, wenn es warm ist, dass sie barfuß auf der Erde läuft und so die Energie der Erde wieder in euch akkumuliert, dass ihr durch bestimmte geistigen Praktiken, es ist jetzt nicht wichtig, welche Religionszugehörigkeit oder welchem System ihr euch angesprochen fühlt. Es geht darum, dass ihr diese geistigen Praktiken betreibt, die euch näher sind. Dass ihr Gebete praktiziert, dass ihr vielleicht auch Mantren praktiziert, Meditationen praktiziert, dass ihr genug Energie aufbaut, um diesen Kanal für euch wieder aufzubauen. Und wenn der Connect dann nach oben steht, könnt ihr von oben wieder Energie schöpfen. Aber ihr müsst danach auch aufpassen, weil das System braucht solche Leute nicht dementsprechend und ihr werdet dann unter Druck gesetzt, weil es ist das Gleiche, wie wenn ein Keim durch einen Asphaltboden durchstößt, der braucht auch sehr viel Energie, dennoch kommt er nach oben. Genauso müsst ihr, wenn ihr praktiziert, um nach oben durchzukommen, um diese Kuppel durchzureißen, auch sehr viel Energie aufbauen, sehr viel Energie dafür verwenden. Und dann kann es sein, dass ihr eure Kanäle wieder aufbaut und wieder genug Energie habt, um euch zu realisieren. Weil es geht darum, jeder kommt mit seinem eigenen Programm auf diese Erde und dieses eigene Programm sollte im Idealfall realisiert werden. Wird aber heutzutage leider viele Probleme und viele Hindernisse der Menschen in den Weg gelegt dafür. Die zweite Frage war, warum sehr viele Menschen heutzutage an ziemlich früh, auch in den früheren Jahren, an Krebserkrankungen leiden, an vielen anderen schweren Krankheiten leiden. Zum einen hat es auch damit zu tun, was ich vorher erklärt habe, weil der Mensch einfach nicht genug Energie hat, um seine Gesundheit aufzubauen. Zum anderen hängt es natürlich auch mit der Ernährungsweise zusammen, was der Mensch seit seiner Kindheit zu essen bekommt, weil ihr müsst bedenken, was auf unsere Felder geschüttet wird an Chemikalien, was über unsere Köpfe geschüttet wird, auch an Chemikalien und an Abgasen, also die Umwelt ist auch sehr, sehr belastet durch viele Gifte und durch viele Abfallstoffe. Zum anderen ist das auch der Elektrosmog, also die ganzen elektromagnetischen Felder, Handymasten und so weiter, die Elektrizität im eigenen Haushalt, was unsere eigenen bioenergetischen Stromfelder stören. Und natürlich hat der Mensch ein sehr, sehr schwaches, ein sehr, sehr niedriges Gesundheitspotenzial und erkrankt auch sehr früh an schweren Krankheiten, die man vielleicht vor 200 Jahren gar nicht gekannt hat. Und vor 100 Jahren die Menschen erst mit 70, 80, 90 Jahren an solchen Krankheiten erkrankt sind. Also das hat alles damit zu tun, dass unser Energiepotenzial in der Gesellschaft miserabel ist eigentlich heutzutage. Ob man jetzt sich hier mit Nahrungsergänzungsmitteln helfen soll, das ist auch fragwürdig. Welche Nahrungsergänzungsmittel ihr nehmen würdet, wo ihr sie kauft, auf welcher Basis sie aufgebaut sind. Ich würde das in sehr extremen Fällen schon vielleicht in Betrachtung ziehen, nach einer schweren Krankheit, um sich wiederherzustellen. Oder wenn sie sehr, sehr sportlich aktiv sind, dass sie zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Sie müssen aber auch bedenken, diese Mittel und Stoffe müssen 100% auf pflanzlicher Basis produziert worden sein. Und sie müssen wissen, wer der Hersteller ist, ob der Hersteller adäquat ist. Und sie müssen auch an eigener Erfahrung vielleicht probieren, ob diese Nahrungsergänzungsmittel euch gut tun. Ich muss aber noch ansprechen, dass egal ob sie Vitamine nehmen oder andere Nahrungsergänzungsmittel, dass der Körper sich daran gewöhnt, dass er seine Vitamine und Mineralstoffe aus diesen Nahrungsergänzungsmitteln zieht. So hat der Körper es dann schwieriger, aus normaler gegessener Nahrung das gleiche Vitaminpotenzial und Mineralstoffpotenzial herauszuziehen. Also wenn Sie zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, dann für eine kurze Zeit, für eine eingeschränkte Zeit, dann ernähren Sie sich wieder normal, gucken, wie Ihr Zustand ist und können danach vielleicht noch eine kleine Kur mit diesen Mitteln machen. Gut, was ich allen empfehlen würde, ist sich natürlich mit diesen Sachen zu beschäftigen, zu gucken, was um euch herum passiert, wo die Gesellschaft sich hinbewegt,
Vielleicht findet ihr Alternativen zu dem Mainstream. Vielleicht findet ihr wieder irgendwo Halt in eurer Glaubensrichtung, in bestimmten Philosophien und könnt euch dementsprechend realisieren und könnt das realisieren, wofür ihr auf die Erde gekommen seid. Das ist eine sehr vielleicht komplizierte, eine philosophische Frage. Dennoch, wenn man auf die Suche geht, wenn man in sich kehrt und auch sich über bestimmte Sachen informiert, kann jeder dieses Programm realisieren, für das er hergekommen ist. Also es geht auch um die Evolution der Seele, um die geistige Evolution, damit wir möglichst viel von hier mitnehmen und nicht wie eine graue Masse dahin leben, dahin vegetieren und eigentlich gar nicht verstehen und wissen, warum wir hergekommen sind, wer wir eigentlich sind und warum das alles stattfindet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr andere Fragen an mich stellen wollt, könnt ihr es machen über meine E-Mail-Adresse oder ihr könnt mich direkt in den sozialen Netzen wie Facebook oder vk.com anschreiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.